Herzlich willkommen bei Palette Cut zu unserem Tipp des Monats. Heute Programmoberfläche. Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Sie schalten Ihr Paletteprogramm ein und die Programmoberfläche sieht nicht so aus wie gewohnt? Es fehlen die Material- und Objektlisten. Die vier Ansichtsfenster sind verschoben und unterschiedlich groß. Die Leiste für den Schnellzugriff sitzt nicht mehr oben am Bildschirmrand. Oder in der Menüleiste fehlen eine Menge Schalter, die bisher immer da waren. Da stellt sich eine bange Frage: Was nun? Keine Sorge, im Paletteprogramm gibt es auch dafür eine einfache Lösung. Klicken Sie links oben auf den Schalter Datei, danach auf Programmeinstellungen und auf Programmoberfläche wiederherstellen. In dem sich öffnenden Menü können Sie mit kleinen Häkchen festlegen, was alles wiederhergestellt werden soll. Und nur einen Programmneustart später ist wieder alles an seinem Platz. Die Material- und Objektlisten, die Menüleiste, die Leiste für den Schnellzugriff und die Ansichtsfenster. Da kommt Freude auf. Übrigens, wenn Sie die Objektliste, die Materialliste oder den Warenkorb einmal versehentlich mit dem kleinen X an der rechten oberen Ecke geschlossen haben, können Sie diese auch ganz bequem mit den entsprechenden Schaltern in der Menüleiste im Bereich Planung wieder zurückholen. Palette Cut. Wir tun alles für ein entspanntes Planen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.